Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Bravely Default. Wir waren gerade noch im Menü und ich hab das da so. So, und weiter geht's. Immer noch auf der Suche nach Ideas Vater. Sind wir im Zentralkommando, also im Hauptbereich der Feinde. Die Wache halt. Moment. Das? Ja, die herzögliche. Die normalen Wachen zuerst ausschalten. Weil wir überleben eigentlich die. Die anderen Wachen überleben wir gut. Es ist nur eine Frage des. Entzugs. So. Auch wenn die Blitzra, glaube ich, selber cast. Nee, Eisgas. Ist immer schön, wenn sie einen Zauber casten. Und ich mag die hohen Werte, die wir jetzt hier gerade erzielen. Ja, sobald der Blitzgabe kommt, wird das Ganze interessant. Aber das dauert jetzt noch, also da müssen wir noch 13 Kämpfe machen. 13 Kämpfe würde länger dauern. So, goldene Sanduhr. Und es sind noch zwei Kisten offen. Also, eigentlich zu, aber das ist, ihr versteht schon. Zwei Kisten zu finden. Ein Brave-Angriff von Verbündeten. Ja, das haben wir jetzt oft. Ich mach bloß nicht so viel, weil ich habe gar keine ja. Ich habe gar keine heiligen Angriffe. Ja, genau, wegen diesem betörenden Stoß. So, Angriff. So. Jetzt hat er Angst, jetzt hat er sich selber Angst gemacht. Das ist nicht gut. Besonders weil ihm geht auf jeden Fall die Magie aus. Das ist. Na toll. Zum Glück hatte das Ganze behalten noch. Es ist schon interessant. So, Osmose. So können wir jetzt eigentlich weitermachen. Er holt sich immer mehr Mana, es braucht zwar ewig. Weil ich Osmose muss ich, irgendwie müssten wir doch Osmose verstärken können. So. Zwei Kisten müssten wir noch finden. Zwei Kisten müsst ihr noch finden. Aber irgendwie Verbündete dürfen zuerst zu schlagen, das ist schon mal gut. Weil dann machen wir den Teufel fertig. Und so. Das zieht noch ein bisschen ab. So, jetzt können wir eigentlich darauf bleiben, dann können wir Mana tanken. Das ist die einzige Möglichkeit, Mana zu tanken, aber ich finde, so läuft es eigentlich.
Die anderen kommen dann mit ihren Vierfachangriffen. Perfekt. So läuft es. So kann es laufen. Wenn er keine betörenden Schläge macht, dann ist er ganz handsam. Oh, handsam. Kann man ihn so an der Leine rumführen. Jetzt kann ich das mal wegmachen. Okay, hier ist schon die Treppe. Das bedeutet, wir brauchen noch ein bisschen, weil wir die Kisten suchen. Ich will ja immer alles finden. Oh, Dämonen. Succubus, glaube ich. Oder Lilith heißen die hier. Die haben wir, glaube ich, auch schon identifiziert. Ne, haben wir nicht. Aber, dadurch, dass sie fliegen, sollten sie gegen Blitze empfindlich sein. Hoffentlich haben sie in Bravely Second auch den Zweittyp eingeführt. Okay, das war jetzt kein Schwachpunkt, aber schauen wir mal, ob du mit Osmose da Mana ziehen kannst. Oh, das geht. Das geht also von jedem Gegner. Dann ist ja super. Tja, solange er verteilte Angriffe hat, kann ich super gegenheilen. Ach, die sind schon wieder fit. 102, also sobald drei Stück von denen kämpfen, habe ich 102. Das ist dann 10 solche Kämpfe. Also die Autofunktion, muss ich offen sagen, ist super. Und jetzt machen wir mal die Kämpfe runter, damit wir schneller suchen können, weil hier muss irgendwo noch eine Kiste versteckt sein. Und wenn wir da die ganze Zeit kämpfen, das könnte ewig dauern. Und das wollen wir ja nicht. Okay, die Kiste hätte ich, das Ende hätte ich sehen sollen. Das Ende war absehbar. Normalerweise sind solche Sachen doch immer ziemlich absehbar. Und hier war eine Kiste, dann ist klar, da ist nichts. Da war auch eine Kiste. Das ist ja meistens immer irgendwie so, dass man es nicht sieht. Der Gang ist ja da. Also so wie hier zum Beispiel. Weil man hier nicht hingucken kann von der Kameraperspektive. Oder jetzt hier. Oder man geht durch dieses Glas. Also hier ist auf jeden Fall ein Mauerstück. Da ist der Aufzug gewesen. Schon seltsam. Ah, das ist eine versteckte Kiste. War ich da oben schon? Ja, da, beziehungsweise da bin ich nicht hin, weil ich davon ausgehe, dass da nichts ist. Dann kann ja nur in dem Bereich was sein, wo die Treppe ist. Oder hier? Nee. Ah, sehr seltsam. Die Kiste ist nirgendwo zu finden. Ich meine, normalerweise müsste man ja eine Kiste gleich finden können. Oder zumindest müsste die Kiste irgendwo versteckt sein, wo man sie nicht vermutet. Nee, nicht vermutet, sondern normalerweise sind die Kisten ja immer so versteckt, dass der Weg unsichtbar ist. Also nicht gleich ersichtlich. Aber es hängt alles noch im Rahmen des
der Spielwelt ab. So, hier ist nichts. Tja. Langsam gibt es nur noch eine Möglichkeit. Also wenn ich jetzt den Gang entlang gehe und nichts finde. Ja, dann gibt es nur noch eine Möglichkeit. Irgendwo oben gibt es einen Weg, der kurz nach unten führt. Und mit dem kommen wir hin. Aber ich sehe nirgendwo den Weg. Deswegen bin ich leicht irritiert. Ich meine, da müssen wir ja immerhin den das so sehen. Also ich meine, wenn ich mich hier ranlehne, müsste ich doch da reinsehen. Müsste den Weg sehen. Aber scheinbar. Ach, oh Mann. Ich bin so dumm, ich kann nicht lesen. Da steht doch 0. Ich habe vorhin 2 gelesen. Ja, sorry. Mein Fehler. Ja. Such der unbekannten Kiste oder wie? So. Dann weitere Heilung, wobei sie kann eigentlich auf Genesung übergehen. Dann kriegen die Leute hier Magie. Beziehungsweise er kriegt Magie. So. 214 Mana regeneriert. Das ist. Der Skill ist so mächtig. Besonders das Lustige daran ist ja, dass jetzt dadurch, dass ich die Leute regenerieren lassen habe, jetzt haben die auch noch BP, also der Kampf ist schnell beendet. Das ist zu mächtig. Und er hat jetzt. Er hat jetzt auch sein Ding voll aufgeladen. Ich benutze die halt kaum. Ich meine, sind wir mal ehrlich. Die normalen schaffen wir jetzt gerade so. In den letzten Versuchen. Und die anderen. Da, ja. Da müssen wir auch nicht viel rummachen. Aber 4 Kisten. Also ich meine erst, ich setze die Fähigkeit jetzt gerade eh nur ein, wenn's wie ist, wenn da 4 Gegner oder sowas sind. Und jetzt kann sie wieder ihr Sach aufladen. Ja, das sparen wir uns mal auf. Theoretisch könnten wir mal das machen. Ringable und. Blitzra. So. Ja, ich habe jetzt den Typen verwechselt. Ich dachte, das wäre ein Magier. Dabei ist es aber einer von diesen Lanzenträgern. Was nicht gut ist. Die hauen meist etwas besser rein. Ja, und werden natürlich schneller zerstückelt. Ob wir es noch schaffen, Ringable auf die Stufe zu bringen. Ha, geschafft. So, jetzt habe ich alle 47 Quests abgeschlossen, die es bisher gab. Was sehr seltsam ist, da wir jetzt schon ja fast am Ende sind und 47 Quests bloß haben. Melodie-Kleid, was auch immer Kleid. Einfache Tunika. Tja, dann. So, wir haben genug Leute, also
sehr lustig. Wir kriegen das fertig, bevor es fertig ist. Und da sehe ich schon eine Treppe, die nach oben führt. Das bedeutet, wir werden nochmal nach oben kommen. Oh, wir haben die Erstschlag. Dann machen wir doch mal das. Göttliche Waffe. Damit dürfte eigentlich alle drei ausschalten, weil die sind ja alle drei Dämonen. Müssen wir nicht alle drei vernichtet haben? Hm. Tja, das werden wir wohl erst in der nächsten Folge erfahren. Schade, dass er das nicht einsetzen kann. Die Musik ist aber richtig gut. Muss ich zugeben. Zum Glück habe ich die Collector's Edition. Dann kann ich mir die auch mal so anhören. So, jetzt gucken wir aber noch, was hier hinten ist. Okay, hier ist ein Gang weiter. Gut, den werden wir dann wohl beim nächsten Mal erkunden. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.